Hallo, heute mit uns das vierte Video. Wir sind hier im Penrith Whitewater Stadium. Das ist die Olympiastrecke von 2000. Wir gehen jetzt mal mit euch zur Strecke und zeigen euch, was es hier alles so gibt. So, wir befinden uns jetzt hier am Start vom Kanal. Hinter uns seht ihr das Startbecken und rechts die Pumpen. Hier fließen 14.000 Liter Wasser pro Sekunde runter. Angenehme 25 Grad. Also traumhafte Bedingungen zum Training. Heute scheint auch endlich mal wieder die Sonne. Ihr seht, wir sind noch relativ weiß. Die letzten zwei Wochen hat es nur geregnet. Aber selbst wenn es hier regnet, ist es immer schön warm. Wir haben meistens am Tag zwei Einheiten hier. Die eine ist morgens, die andere abends. Zwischendurch wird hier immer gekräftet, deswegen müssen wir uns immer so ein bisschen reinteilen. Aber es ist trotzdem ganz angenehm. Da hat man eine lange Mittagspause. Da gehen wir dann meistens in den Kraftraum oder laufen. Wir gehen jetzt hier immer noch am oberen Teil der Strecke lang, auf der Außenseite. Wenn wir mal kurz rüber schwenken, auf der Innenseite sehen wir überall die Trainer langlaufen und Videostationen. Da wird das Training mal aufgezeichnet, damit wir es im Nachhinein dann auswerten können. Ihr seht ja bei uns im Hintergrund, das ist wirklich nur die Kanustrecke. Hier ist einfach nichts anderes, es ist etwas außerhalb vom Stadtrand gelegen, mitten ins Nirgendwo gebaut. Hier im Hintergrund haben wir jetzt nochmal den Gesamtüberblick unserer Strecke. Zurzeit seht ihr eigentlich nur Deutschlandhelme hier rumfahren. Also wir sind fast die einzige Nation, die hier ist. Es sind noch ein paar Slowaken und ein paar Tschechen hier. Die Tschechen sind gestern angereist, aber sonst haben wir den Kanal eigentlich ziemlich für uns. Natürlich, ein paar Australier sind da. Aber nicht so viele, die meisten wohnen außerhalb woanders. Aber ein paar trainieren schon auch regelmäßig hier. Der See hier direkt neben uns, der ist nicht nur für uns Slalomkanuten geschaffen, da ist direkt hinter der Baumreihe auch noch eine 2000 Meter lange Regattastrecke für Ruder- und Rennkanu-Wettkämpfe, alles im Zuge der Olympischen Spiele gebaut. Ab und zu jagt uns unser Trainer auch mal auf die Ruderbahn, um eine Ausdauereinheit zu fahren. Die Ruderer sehen das leider nicht so gerne, weil wir machen zu große Wellen. Dann schicken sie uns wieder zurück. Müssen wir uns hier auf der kleineren Seite vom See begnügen, aber uns reicht das eigentlich völlig aus. Wir sind eh lieber gerne im Wildwasser. Wenn man dann mal auf dem See fahren, ist natürlich der Vorteil, wir können jederzeit baden gehen. So, direkt hinter uns seht ihr jetzt den Zielbereich. Ja, wieder mit dem Förderband und dem Pumpeneingang. Das heißt, wir haben unseren Rundgang um den Kanal beendet. Wir werden jetzt nach Hause gehen, schön Abendbrot essen und morgen nehmen wir euch mit den Kraftraum. So, jetzt habt ihr einen Eindruck bekommen, wie hier die Möglichkeiten zum Krafttraining vor Ort sind. Das ist also ein ganz normales Fitnessstudio, was wir damit nutzen können. Hat fast rund um die Uhr offen. Eigentlich relativ coole Bedingungen. Ja, wir starten jetzt in unsere letzte Woche. Morgen feiern wir noch meinen und Thomas seinen Geburtstag nach. Und dann geht es in die letzten Trainingstage, wo wir noch mal richtig angreifen. Und das war es dann auch schon. Dann fliegen wir wieder zurück nach Hause. So, wir verabschieden uns. Tschüssi.